So, YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Jawohl, wir sind dabei, das Ölfeld zu bauen. Ich habe so ein bisschen experimentiert, was die Layouts angeht. Ich denke, ich habe jetzt eine gute Quote gefunden, wo ich das Zeug abgreife. Man kann es sicher noch um 1-2 Prozentpunkte hier hinten optimieren. Dazwischen sind so leichte Flecken. Aber das hier kann ich auf jeden Fall noch zwei Felder nach hier skalieren. Das noch um zwei nach hier vielleicht. Und dann eine dritte Reihe noch einziehen irgendwann. Und nach hier ist das Feld natürlich unendlich quasi. Da haben wir vielleicht ein bisschen sehr viel des Guten getan. Aber für unsere Zwecke reicht das hier am Anfang. Und da ich die Ölfelder mag, wenn sie gerade sind, vielleicht baue ich die Straßen doch ordentlich hiermit. Was leider auch nur bedingt hilft, nicht? Weil das halt nicht gerade ist. Und daher machen wir das mit Hand. So, und ich würde sagen, wo schließen wir das dann alles an? Also wir brauchen eh Überwege. Vielleicht sollten wir zuerst die Pumpen planen. Ich habe jetzt so mehrere Arten von Pumpen. Kleine Groundpumpen, riesige Pumpen, wo alles ran kann. Oder man macht halt so Zwischenverteiler mit den Pumpen, die das Spiel halt hat. Auch eine Möglichkeit. Wir könnten Underground machen, aber ich finde hier eigentlich Overground immer ganz schön. Außerdem hat man denn die Erdarbeiten nicht. Die sind ja auch nochmal ein Kostenfaktor. Wir sind übrigens zurück letzten Monat 33.000 plus auf 1,8 Millionen. Von daher können wir auch mal investieren, würde ich sagen. Die Frage ist halt jetzt wirklich, also hier sollte eine große hin, falls von hinten noch weitere ranlaufen müssen. Und weil der wahrscheinlich auf der Ebene läuft, würde ich sagen, muss ja hier so eine Pumpe irgendwie hin. Und die anderen werden dann mehrere zusammengefasst zum einem Ding. Und auch hier sieht man, da kann man sich dann nicht orientieren am Gitter. Da müssen wir also auch wieder von Hand das setzen, was sehr schade ist. Und warum hat er das hier nicht verbunden? Weiß er selber nicht. Okay, dann sind die beiden angebunden. Der ist alleine. Eigentlich wäre es besser, wenn ich die beiden zusammenfasse. Das heißt, den nochmal umdrehen und den mit einer anderen Seite zusammenfasse. Okay, das heißt, die beiden müssen nochmal umgedreht werden hier. Keine Planung hält ewig, meine nicht mehr 10 Minuten. So rum. Nee, nicht RT will ich drücken. Genau, spiegeln. 83%. Da wäre nur 78. Da wäre noch 81. Gehen wir ein dichter ran. Das hat mich ja eigentlich eh genervt. Und der müsste dann in die andere Richtung zeigen. Mit seinen 80. So. Straßen nochmal weg. Gitter weg. Oh. Und ganz wichtig bei sowas, wir müssen die Straßen wieder mit dem Tool zusammenfügen. Hat er automatisch gemacht. Manchmal macht er es nicht. Diesmal hat das. Sehr gut. Wahrscheinlich werde ich es gleich nochmal umbauen, weil ich noch was Besseres sehe, wie man das stellen könnte. Aber so ist es halt. Das ist keine Pipeline. Hier ist so die Sache, wie kommen wir hier rüber? Da eigentlich.
bei dir dann hier und dann könnte ich das zum Beispiel an der Seite zusammenfassen und in die führen lassen und das hier auch zusammenführen lassen. Oh, warum ist das angebunden? Genau, weil es falsch rum steht. Und hier fehlt erstmal noch die Übergänge von den Straßen. Dann machen wir die zuerst. Also hier kommt ein Straßenübergang hin. Du kommst nochmal ganz weg. Hier auch. Du auch nochmal. Du verwirrst mich. Hier kommt ein Straßenübergang rein. Und das sollte es eigentlich sein. Straßenübergänge sind ein super Mod. Und da fördern Pipeline-Motoren. Und zwar diese hier. Welche? Irgendwelche von den so weißen ist es. Nee, nicht. Ah, die hier unten. Ja. Da kann man nämlich auch. Eigentlich sind das auch Pumpen, aber ich benutze sie immer nur als Straßenübergang. Das reicht. Finde ich zumindest. So. Den am Raster ausrichten geht auch nur bedingt, oder? Ja. Ich kann den so oder so. Eigentlich muss der aber genau dazwischen. Den unten müssten wir so lassen. Und den oberen könnten wir noch mal ein Stück ranstellen. Ich glaube, der stand ein Stück zu weit weg. Spiegeln. Ich glaube, dann kommen wir nicht ran mit dem Rohr. Vielleicht geht das noch. Ja, zu kurz. Wenn die sich zu stark überlagern, dann geht's nicht. Na gut. Dann muss es so sein. Auch noch zu kurz. Hätte ich es mal nicht weggerissen. Ich glaube, das stand schon richtig optimal. So, spiegeln. Hä? Immer noch nicht. Oh, shit. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir es so. Und bei dem machen wir vielleicht eher so ein geschwungenes. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus. So, du bist hier dran, du bist hier dran. Hier fehlt eins von den Pumpen. Die Pumpe muss nach am Raster ausgerichtet. Nach dort zeigen. Genau. Und auf der Höhe. Und das ist wie mit allem in diesem Spiel. Man kann sich eigentlich gar nicht genug Anschlüsse lassen. Und am Ende hat man eh zu wenig. So. Ich finde es immer hilfreich, wenn man die Pfeile aneinander einem ausrichtet. Dann weiß man auf jeden Fall, die stehen wenigstens dahingehend gerade. So. Jetzt haben wir da nämlich beide, die da rausgehen. Und da können wir jetzt die... Ja, die ganz große brauchen wir gar nicht. Das wäre ja zu teuer. Tower Pump zweimal. Den finde ich gut. Der kann... Ja, eigentlich auf die Höhe, aber auf die Höhe kann sonst nichts anderes hin. Andererseits, wenn wir da die Sachen hin machen, doch, da ist hier gut, oder? Ich mach den mal ein Stück nach da.
Nee, ich glaube, so schon ganz gut gerade, oder? So. Und den machen wir den in die Mitte, oder? Weil von der anderen Seite... Gut, falls von hier doch noch einer kommt, lassen wir einen da frei, einen da frei. Aber das passt hier doch noch nicht. Warte. Da können wir auch nochmal schöner rangehen. Zack, die Bumsi. Man sieht halt durch das Overlay nicht. Ja, okay, es geht nicht. Entweder so oder so. Dann mach ich lieber so. Hätten wir da die Rohrpumpen. Alle wären angeschlossen. Nein, du nicht. War ja klar, dass wieder irgendeiner Spalter spielen muss. Ach, Gitter brauchen wir nicht. Na, was soll ich sonst tun? Okay. Die Straßen sind eigentlich nur für die Feuerwehr relevant. Und für die Baufahrzeuge. Alles andere interessiert sich hier gar nicht für die Straßen. Und ich sollte hier auf jeden Fall, wo ich das sehe, vielleicht einen Straßendurchgang lassen für mich. Falls ich nur irgendwann mal irgendwie rüberfahren möchte. Okay, er bindet sich da nicht automatisch an. Jetzt weiß ich nicht, ob das dann mittig wird. Und ich empfehle euch immer abreißen mit dem Spezialmodus, sonst reißt ihr euch vielleicht irgendwas ab, was ihr nicht abreißen wollt. No. Dann haben wir hier nämlich im Zweifel aller Zweifel auch nochmal eine Durchfahrt in die Richtung, nicht? Dann haben wir uns alle Optionen offen gehalten. Und haben da unsere Ölverarbeitung. Das wird schon teuer genug. Also die wird uns mindestens 300.000, 400.000 kosten. Ja, und Öllager nicht. Die kleinen... Ich weiß gar nicht, warum man die bauen sollte. Hier ist so die Frage, 2 oder 1? Ich bin eigentlich für 2. 1 für den Export. Und 1 vielleicht für die Anlagen, die wir vielleicht später haben. Oh, wir binden aber natürlich erstmal nur das hier an. Das andere sehen wir nur vor und da sagen wir auch erstmal Bau aussetzen und vielleicht bauen wir nur die 3 auf der Seite und bei denen sagen wir generell Bau aussetzen. Ich weiß, es gibt auch ein Tool dafür. Ich mache das lieber von Hand, ich vertraue dem Tool nicht. Weil ich da schon oft hatte, dass dann doch so ein kleines Ding nicht mit erwischt wurde oder ein großes, so ein Pixel rausgeragt hat. Dann musste man eh alle durchgehen, dann kann ich es auch gleich nochmal von Hand machen. Das heißt, wir bauen die hier, die beiden, das hier, da haben wir auf jeden Fall auch eine Skalierbarkeit und dann das zu dem hier. Und von dort erstmal ganz klassisch würde ich anfangen mit einem Straßenflüssigkeiten laden und entladen. Und wir wissen, dazwischen ist eine Pumpe eine, ja, sinnvolle Errungenschaft nochmal. Und die Straße hier kann ja weg. Also die ist nicht der Maßstab aller Dinge. Die war nur, damit ich weiß, wo ungefähr
ungefähr. Ungefähr das Öl ist, aber das gelbe Öl bringt uns nicht wirklich viel. Nicht? Auch hier kann ich eigentlich ja sagen, in die Richtung würde es weitergehen. Aber jetzt wissen wir es ja so im Groben und dann kann das hier auch komplett entfernt werden von uns. Wunderbar. Und eine Pumpe haben wir gesagt. Ich weiß, eigentlich nicht notwendig, aber ich hatte so das Gefühl, immer in den Spielständen davor, ohne Pumpe sind die Autos nicht wirklich voll geworden. Wir können ja wirklich so, nur so eine Small Overground Pumpe nehmen oder sogar nur die einfache hier. Ja, die sich irgendwie nicht verbinden will. Und dann brauchen wir für die Autobahn theoretisch ja noch eine zweite. Achso, ich bin nicht im Parallelmodus. Das hat mich schon gewundert gerade. Das ist aber hübsch, nicht hübsch. Eine zweite Straßenanbindung. Irgendwie ist das nicht richtig, oder? Irgendwie hat er da so einen harten Knick reingemacht. Irgendwas passt ihm da nicht. Hä, warum ist der so? Ah, okay. Ich kann also den Winkel dazwischen doch ein bisschen beeinflussen. Das ist klar. Das heißt, wenn ich die im anderen Winkel baue, habe ich unter Umständen Probleme, wenn ich aus der anderen Richtung komme. Aha. Gut zu wissen. Oh. Ob so bleiben wird, werden wir alle später sehen. Und hallo, Mattes. Dann noch eine Servicestraße. Jetzt könnte ich die Autobahn natürlich parallel dazu laufen lassen. Ach, egal. So ein bisschen Abstand bringt ja auch ein bisschen was rein, nicht wahr? Und die kriegen eine extra Auffahrt und eine extra Abfahrt später. Hundertsiebenundsiebzig. 179. So. Parallel geht. Ich könnte ihn ein Stück weiter nach vorne setzen, dann könnten wir die parallel laufen lassen und dann von hier nach unten gehen. Oder wir machen nicht das hier mit dieser Kurve. Sondern ziehen von dem. Ich meine, da muss wirklich nur die Feuerwehr ran, nicht? Das ist eigentlich nicht relevant. Relevanter wäre eigentlich, dass er da rankommt. Machen wir doch. Ich habe eine Idee. Machen wir doch von ihm einfach erstmal eine lange Straße. Und dann daran. Ja. Und du daran. Dann muss ich das Ding hier nicht nochmal umbauen. So. Und dann kriegen die hier noch ihre Abfahrt. Oh, sehr gut. Wir haben die hier eine Einbahnstraße, das nur zum Rausfahren. Und wie ist das Öl angebunden? Hahaha. Okay. I see, I have a problem with this. Okay, wir müssen das nochmal umplanen. Ah, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, dass da oben der Straßenanschluss rausguckt. Okay, das heißt, wir brauchen diese Pumpe. Gibt es die auch in einfach? Ich glaube nicht, aber dann können wir das doch hier hinsetzen.
und dahinter die Straßenladestation machen. Vielleicht machen wir die. Nee, so ist eigentlich schon ganz gut. Nur, dass wir. Ich mache erstmal die Servicestraßen, glaube ich, fertig. Okay. Du kommst daran. Und dann können wir hier hinter das Ding lieber planen. Weil hier ist auch der Hafen später. Oh. Dann so. Beladen und entladen. Vielleicht machen wir davon auch zwei. Hier sind ja zwei Anschlüsse. Vielleicht. Dann machen wir das eine hier. Und das andere könnte vielleicht dahin, wenn wir da merken, das reicht jetzt am Anfang nicht. Und ich weiß, da kommen relativ viel LKW nach einer Weile, deswegen machen wir es lieber länger, sonst stauen die sich direkt. Und hier ist doch irgendwo wieder dieser Punkt, den können wir wegmachen, zack. Und dann können wir genau an die Stelle hin, wo wir auch ran wollen. Ich glaube so, genau. Das sollte lang genug sein. Wobei die Ausfahrt nicht relevant ist. Eigentlich ist die Einfahrt wichtiger. Aber so würden die sich auch nicht kollidieren, wenn die hier reinfahren. Aber jetzt fahren die ja hier raus. Okay, ist vielleicht wirklich gut, wenn wir das Ding einmal umdrehen. Und dann können wir es ja spiegeln. Also, wir müssen es gar nicht spiegeln. Oh nein, das ist ein Dings von denen, was man nicht spiegeln kann, was man nur rotieren kann. Oh, das ist Kacke. Ach Mann. Warum ist denn Spiegeln gleich rotieren bei denen? Die Ausgänge verändern sich nicht, beziehungsweise die Straßen. Die Straßen rotieren halt falsch mit. Da habe ich auch kein Workshop-Objekt von. Und ich will jetzt nicht extra ein Ding. Aber das nervt halt nicht. Man kann manchmal nur in eine Richtung bauen, wenn es die Objekte nicht gibt. Deswegen hatte ich schon so viel aus dem Workshop geholt, aber manches hat man nicht geholt, weil man es beim letzten Mal nicht brauchte. Ja, dann lassen wir es halt so. Das ist schon doof, wenn die hier rausfahren, dann kreuzen die das und die müssen dann da rein. Das wäre schon scheiße. Ja, aber das Untergrundrohr ist erstmal teuer. Wir haben nicht so viel Geld. Also würde ich ungern machen, die Erdarbeiten. Und müsste ja trotzdem hier unnötig lang werden. Weißt du, darum geht's mir. Ich müsste es hier runterführen und hier rum. Das will ich eigentlich vermeiden. Und nur weil das Spiegeln halt nicht funktioniert. Ist halt mega dämlich. Ich meine, wenn die Straßen einfach so bleiben würden, ja, der spiegelt das irgendwie an der Schrägen oder so. Also der spiegelte schon, nur an der falschen Stelle, so dass das gleiche Objekt rauskommt, als ob ich es zweimal drehe. Nur dass die Straßenlänge irgendwie durch die Spiegelung an einer anderen Stelle ist halt. Aber das hilft mir halt nicht. Es spiegelt sich halt beide, Straße und Dings. Okay, wir könnten noch hoch runter machen. Also die müssten von hier rauffahren. Das könnten wir machen. Ja, dann würden wir das auch kreuzen. Ach, blöd. Wir könnten hier unten noch ran. Okay, ich hab Ideen. Also das hier nochmal weg. Wir könnten diese Straßenüberfahrt. Na gut, die muss so oder so hier hin, weil ich ja die Straße hier haben möchte. Ja.
Und das Problem ist die Einfahrt, nicht die Ausfahrt. Die Ausfahrt soll halt nach unten zeigen. Aber egal, das wird dann nichts. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite rüber. Wenn ich so haben will. Das ist genau alles verkehrt gespiegelt. Kann ich das Gebäude hier drehen noch ein bisschen? Das wird nichts ändern daran. Ich könnte es hier auf die Seite bauen, aber dann ist der Weg unnötig lang. Noch eine weitere Rohrbrücke. Ja, wollte ich eigentlich vermeiden. Mich nervt eigentlich schon, dass hier zwei Rohrbrücken sind. Eigentlich stört mich das ganz. Ganz ehrlich, wenn man nicht glücklich ist mit irgendwas. Okay, wir merken, es funktioniert einfach nicht, weil das eine Gebäude nicht gebaut werden kann. Dann machen wir es jetzt anders. Wir bauen erst dieses eine Gebäude, so wie wir es wollen, und bauen die anderen dann so, dass sie dazu passen. Also, die sollen hier reinfahren. So. Und das am besten gar nicht zu weit, aber auch nicht zu wenig weg. So. Gerne so und die dann da zurück. So. Das hier sollte aber eine Kreuzung werden am besten. Das heißt, die können sich hier lange stauen. Und die können auf der Seite zurückfahren. Das bauen wir hier. Zack. Falls da irgendjemand wenden möchte, okay. Von der Straße könnten wir einfach an die Straße ran. Machen wir erstmal. Dann haben wir nicht eine zweite parallele unnötige Straße. Die irgendwie nicht 100%. Das ist doch niemals 180 Grad zu dem Ding. Also manchmal glaube ich, die Gradzahlen-Dinger funktionieren auch nicht ordentlich in dem Spiel. Das ist doch auch nicht sauber. Okay, so vielleicht. So, dann haben wir erstmal die Ausgangssituation. Jetzt brauchen wir zwei Lager. Das eine Lager ist nur für da gedacht. Das könnten wir also auf die Seite bringen. Irgendwie. Mit der Übergangspumpe an der Stelle. Wenn wir das noch hochrutschen, dann kriegen wir sogar ein bisschen Platz zur Straße. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Der Anfahrtsweg kann ja egal sein. So, das heißt, dazwischen das Pumpending. Ich sag euch, das ist eine halbe Wissenschaft manchmal. Ich bin aber auch dann so verbohrt, dass ich das genauso haben will, wie ich es haben will, nicht? So, nochmal weg. So, du kannst auf jeden Fall zurückfahren, das ist egal wo. Du kriegst jetzt da dein Zeug. Und hoffentlich geht das hier ran. Geht. So, und von hier die Straße. Die hätten wir sogar fast so lassen können. Da ist wieder der Punkt. Wir machen den erstmal weg. Und dann können wir... Zack. Das so machen. Aber das... Hey, das ist so never ever gerade. Was macht das Spiel denn neuerdings? Also früher, wenn ich eine Straße gezogen habe, dann wurde die gerade. Inzwischen laufen sind irgendwo Knicke drin. So mal nach da, mal nach hier, mal nach dort. Ich glaube, das kam mit dem letzten Update rein. Die haben ja die Biomoberfläche so ein bisschen... als Problem gehabt und Patch reingespielt. Also ich konnte zum Beispiel hier in den Bergen wollte ich
eine andere Textur machen, aber ich konnte hier einfach nicht den Pinsel ansetzen. Der Pinsel ist immer von hier nach da, nach dort, nach dort gesprungen. Ich konnte hier nicht einfach markieren. Das hat er nicht geschafft. Das war ein Bug in dem Biom. Ich glaube, mit den Straßen ist es ähnlich. Dass die so rumzicken, ist ungewöhnlich auf jeden Fall. So, jetzt ist die Sache, warum steht das Ding eigentlich schräg? Weil die Straße schräg ist. Okay. Damit kann ich vielleicht noch leben. Das ist hier drüber angebunden. Damit kann ich auch leben. Dann haben wir gesagt, wir brauchen ein zweites Rohr. Was machen wir? Nee, das machen wir wirklich so. Und du warst nur die Förderpumpe. Das ist so die Sache. Du musst noch verbunden werden. Hier drüber. Okay, das könnten wir zur Not drehen. Das wäre eine Option. Die vielleicht auch helfen würde, das hier gerade zu kriegen. Oder gerade der? Naja, nicht wirklich. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Jetzt müssen wir hier den Übergang einzimmern. Und der ist zu dicht dran. Ha! Scheiße. Okay. Kommando zurück, der wird doch nicht gedreht. Am liebsten würde ich gerade alles nochmal komplett abreißen, nicht? Aber dann wäre ich nie fertig. So, das will ich zu dir im rechten Winkel. Straße. Ich glaube, das passt. Ich glaube, da haben wir gut getroffen. Jawohl. Endlich mal. Blindes Huhn findet auch mal ein Korn, sagt man immer. Und jetzt brauchen wir hier die beiden Anschlusspumpendinger. Und dort hatten wir welche, die Overground einfach. Und die will ich aber in eine Zweifach, falls wir irgendwann doch mehr hier hinbauen. Irgendwie stört mich, dass die nicht gerade sind mit der Straße. Aber irgendwie hat's auch was. Die Dinger gerade oder nicht gerade? Was sagt ihr? Scheißegal oder... Oh, okay, das wäre... Das würde eh nicht gehen, davon mal abgesehen. Ich hätte auch daran gehen können, ja. Aber wenn ich jetzt hier zu hoch gehe... Ach, shit. Ich kann hier nicht unendlich hoch, weil sonst komme ich mit den Dingern nicht mehr ran, nicht? Ich muss auf der Höhe ungefähr bleiben. Damit die anderen beiden da rankommen. Ja, und von da komme ich jetzt nicht an die beiden. Okay, aber das hier ist jetzt einfacher zu machen. Ich meine, das stimmt ja jetzt immerhin. Okay, also du willst dahin, dann sind sie nämlich auch gerade und ich habe meinen Willen und dann ist doch gut. Und wo ist jetzt gerade? So. Okay.
Okay, das funktioniert. Straßen. Nee, das ist die falsche. Ah, hier ist sie da oben. Auch immer verwirrend. Okay, da sind mir zu viele Rohre, die irgendwie entstehen. Nein, nicht das linke. Oh, hier das richtige zu erwischen ist auch immer schlimm. Ist das gegenüber? Nee, nicht ganz. Ah, okay, wartet. Wir müssen erst die Straße ziehen. So. Das sieht doch noch was aus, oder? Damit kann man fast arbeiten gleich. Und jetzt können wir da unser Ding dazwischen setzen. Und dann sehen wir, ob das gerade ist oder nicht. Sieht gut aus. Und jetzt haben wir es. Dann müssen wir es nur noch 2 Jahre bauen lassen. Nee. Falsche. Der. Nee. Den da. Hä? Aber warum leuchtet immer der falsche auf? Okay. Hinterfrage ich nicht, es sieht richtig aus. Und, was ist hier? Falls wir doch noch ein zweites anbauen wollen. Oder irgendwas anderes. So. Das Ding wollen wir aber gar nicht bauen, ne? Das hatten wir gesagt. Das wollen wir nicht bauen. Das Rohr wollen wir nicht bauen und das hier wollen wir auch nicht bauen. Das heißt, dich wollen wir auch nicht bauen. Also wollen wir dich nicht bauen und dich auch erstmal nicht. So, nur das hier wollen wir bauen. Das ist schlimm genug, weil es halt echt weit weg ist. Und während der Bauarbeitenphasen würde ich sagen, schließen wir uns hier hinten an. Dann können die hier hinten mich besser da ranfahren. Reicht das noch? Nee. Die können uns nicht helfen, da zu bauen. Das heißt, bevor wir das hier bauen, müssen wir neue Baubüros bauen. Macht eh Sinn. Also wir brauchen so oder so Baubüros, die diese Fläche hier hinten alles erschließen, nicht wahr? Bei der wissen wir auch noch nicht, wie die laufen soll. Die hatte ich nur vorhin testweise eingezogen. Das wird also auch nochmal spaßig. Und die Frage ist, können überhaupt die Baubüros da arbeiten? Auch nicht. Also okay, es könnte... Achso, weil ich die Straße abgerissen habe. Aber gut, es könnte so oder so keiner wirklich da hinkommen. Weil ich die Straße hier nicht richtig angebaut habe. Na gut. Aber wo bauen wir jetzt die Baubüros hin? So, ich mache erstmal unsere ganzen Fehler weg. Dann sieht man viel besser, was noch richtig ist und was nicht richtig ist. Oh. Anscheinend, wenn es in der Bauphase ist, kann man mehr Rasen zurückgewinnen. Als wenn es nicht in der Bauphase ist. Das ist ja krass. Das geht jetzt hier schon komplett bis alles ran. An die Gebäude. Das ist ja crazy. Okay. Gut zu wissen, dann sollte ich das vielleicht immer machen. Aber da hätten wir so eine schönere Stadt bekommen können. Aber wahrscheinlich kann man auch im Mod einfach sagen, renaturiere alles, egal ob das unter Straßen ist oder nicht. Und dann geht das auch wieder. So.
Okay. Das können wir auch nochmal wegmachen. Und das auch. So. Ja, wohin mit den Baubüros? Das ist so die große Frage. Was machen wir denn noch für Industrien? Also hier ist hier großartig was in Industrien geplant. Also was wir auf jeden Fall brauchen als nächstes wäre, okay, das, während wir überlegen, können wir das doch bauen, weil das ist was ganz Wichtiges, und zwar die technischen Dienste. Und wir hatten gesagt, hier ist ja eine nicht eine Müllabfuhr, eine Tankstelle, deswegen könnten wir die hier zum Beispiel mit dran setzen. Jetzt weiß ich, warum die nicht hier hingehen könnten, weil da Strom ist. Da man Strom nur mit Abriss wegkriegt, würde ich die gerne vielleicht hier so hinsetzen. Und die kriegen direkt eine Kiesstraße diesmal. Achso, das geht nicht, weil die Straßen da nicht verknüpft sind. Das kriegen wir hin, oder? Ach, da ist ein Fußweg. Ah, den habe ich nicht gesehen. Okay, ja, dann kriegen die da einfach so eine gerade Anschlussstraße. Aber die brauchen wir auf jeden Fall, die Müllabfuhrdienste, die die Region hier oben auf jeden Fall versorgt. Was haben wir noch? Wir könnten die Stoffindustrie hier nach hier bringen, auf jeden Fall. Wobei ich halt auch nicht gerne viel Verkehr auf einer Fläche habe. Wenn ich jetzt hier auch noch mehr Industrie hinquetsche, nicht, dann fahren hier noch mehr Busse. Also die sollten, wenn, hier zum Beispiel hinkommen. Dazwischen vielleicht einfach Platz lassen. Wir können ja auch noch mehr Bäume setzen, damit das wieder ein bisschen besser aussieht. Aktuell haben wir die Bäume ja nur hier von Hand gesetzt. Das müssten wir dann auch nochmal weitermachen. Ah, und die große Straße ist fertig. Dann könnten wir eigentlich, auch wenn es blöd ist, mal anfangen, die andere Straße auch zu bauen. Oh, jetzt hängen die Busse schon wieder. Und zwar alle. Jetzt kommt keiner mehr zur Arbeit deswegen. Ah, weil. Hahaha. Hier fehlt die Anschlussstrecke. Die hatte ich mal gebaut und wieder abgerissen. Ach, da ist eine. Immer mit dem Fußwegen, dass Straßen nicht gegenüber vom Fußwegen sein können, ist eine doofe Regel. So, und die können hier nicht raus. Ja, das ist jetzt nämlich zum Beispiel ein großes Problem. So. Dann können die weiterfahren. Und die eine Buslinie, die steuert doch jetzt eine Sache weniger an. Du hier. Du Buslinie. Du musst doch was ansteuern. Das und das. Und ich glaube, die da noch mit dazu. Genau. Und die eigentlich als erstes. Also müssen wir das sagen, dann müssen wir das löschen und dann müssen wir das sagen. Genau. Und da dürfen sie alles holen und dann können sie weiterfahren. Okay, dann können wir die Bushaltestelle auch wieder eröffnen. Und die andere Bushaltestelle, da ist erreichbar, dauert halt nur ein bisschen. Aber dann haben die Busse auf jeden Fall auch einen Vorteil. Ich frage mich nur, wann wir die Busstraße hier jemals verbessern. Wahrscheinlich nie. Das Gute ist, das kostet uns alles kein Geld, weil Arbeitskräfte haben wir, Kies haben wir. Letzten Monat, wir können ja mal auf unsere Bilanzen gucken. Während die jetzt hier das bauen und das bauen. Und wir hier überlegen, was wir vielleicht später noch machen. Oh, hier sind Straßenreste. Wartet. Bevor wir auf die Bilanzen schauen.
Machen wir das noch weg. Und ich würde sagen, es ist ja schon die Folge um. Wir gucken in die Bilanzen in der nächsten Folge. Bis gleich. Cliffhanger.